Süß. Oh, warte, kann ich den... Oh, warte. Oh, wie süß, guck mal. Warte, der muss genau... Oh, das... Ey, komm, das ist cute. Das ist süß. So, aber jetzt... Das kann doch nicht sein. Hunde und Katzen, werde berühmt. Ach, werde berühmt. Großstadtleben. Werde berühmt wäre das hier. Logisch. Das hier würde noch gehen. Welchen Farben gibt's denen? Das hier finde ich gar nicht so schlecht. Easy going. Nehmen wir. Ich glaube, dann nehmen wir sogar gleich zwei. Mensch. Nein. Kackenkacke hier. Kackenkacke vor allem. So. Ja, ich weiß, es wirkt ein bisschen doppelt gemoppelt. Wirkt doppelt gemoppelt. Es wirkt doppelt gemoppelt. Ich muss ihn leider... Ja, das reicht. Das ist in Ordnung. Jetzt ist die Frage, der Fernseher halt dahin? Hm, ich weiß es nicht. Achso, er hier, er muss bitte da. Weil er muss aufsteigen. Was macht denn ihre Mom? Das, wieso, die geht ja mit, geht die mit ihm aus? Ralf Offermann. Was ist denn für ein Klatschtanten-Typi? Aber gut, so. Wir machen jetzt Folgendes. Blues. Was ist denn? Was ist denn World? S-Pop. Nein. So, dem Hund geht's gut. Auf Angst reagieren. An Tür winseln. Gehe Geschäft machen. Was stimmt? Notdurft-Tanz. Was ist denn das bitte? Ach, das ist Dünger. Das kann. Ach, deswegen kann man den aufheben. Man kann ihn als Dünger benutzen. Ich verstehe. Was macht er jetzt? Pipi machen. Spielt er jetzt darin rum? Nee, okay. Der Katze geht soweit auch gut. Ich weiß, ich wollte mich nicht mehr so um den Hund kümmern, aber er ist halt noch klein. Wenn dem irgendwas passiert, das könnte ich mir nicht verzeihen. Das könnte ich einfach nicht. Was ist denn? Markus Paulus. Nee, es ist nichts. Alles gut. Markus Paulus.
Nee, nee, alles gut. Alter, die Katze greift nach ihrem Schwanz. Auch geil. Auch geil. Auf Couch verwöhnen. Komm, danach musst du dich ein bisschen pflegen. Muss danach noch was essen. Dann müsste ich auch schon wieder ein Päuschen machen. Da, so einem könnte ich halt zutrauen, dass der Welpe auf einmal weg ist. Weil, guck mal, das Gesicht sagt alles. Guck mal, wie der guckt. Der ist von Natur aus böse. Und sie soll gelangweilt und bekloppt wirken. Das ist Tarnung. Die wollen alle meinen kleinen Yuki. Was, das hört sich falsch an. Die wollen alle den Welpen mitgehen lassen. Ja, ist ja gut, mein Gott. Denkst du, das Klo fühlt sich geil, wenn du da reinscheißt? Sokatixo. Herzlich willkommen. Ja, ganz böse. Ganz, ganz böse. Ganz böse Menschen hier. Ganz böse Sims. Die Mutter ruft an. In der Lounge soll ein Talentwettbewerb stattfinden. Los, machen wir uns lächerlich. Nein, das darfst du gerne machen, aber wir nicht. Die Alex hat hier noch ein bisschen was zu tun. Weißt du, da ruft sie ihre eigene... Da ruft die eigene Mutter an und fragt, ob die beiden sich lächerlich machen. Also in einer... Nee. Nee. Was? Der Hund pennt. Wo pennt der denn? Der pennt überall. Oh. Erstmal die Katze fressen. Oh. Reste nehmen. Könnte fast behaupten. Ich glaube, die kommen da wieder nicht hin, die Sims. Kochkanal. Doch, die kommt da hin. Wie geil. Oh, der Hund ist schon wieder wach. Das ist ein guter Erwachsener. Was? Sims und einrichten. So, dass die Sims dahin können. Wo ist das Sims? Das ist eine Frage. Achso. Achso, du machst. Ja, ja, ja. Es ist. Ja, ja. So, danach braucht sie ein bisschen Spaß. Also, seitdem Alex ausgezogen ist, fällt mir auf, braucht sie sehr wenig Spaß. Ihr Leben an sich macht ihr einfach Spaß. Und das ist eigentlich schön. Alter, was will die denn? Nein, ich will nicht in den Zirkus. Alter. Die Mutter sehen wir auf Drogen. Alter, da, also nee. Klappe. Also, die Frau, ne? Das ist... Überleg mal, das ist die eigene Mutter. Wollen wir uns in der Lounge lustig machen? Wollen wir in den Zirkus? Ja, ich bin das gewohnt, dass die so oft anrufen, aber dann einfach nur, ja, darf ich vorbeikommen? Und nicht solche kranken Geschichten. Naja, muss ich nicht verstehen.
Nein, muss ich nicht verstehen. Alter, die Katze. Alter, die Katze ist auch schon wieder auf Drogen. Michelle hat sie angesteckt. Also die Mutter von Alex. Miau, miau. Weißt du, erst macht sie hier oben ihren Tango und dreht jetzt durch, weil das Klo existiert. Nee. Der Hund kann sich unter das... Mensch, das ist so süß. My Sims Go spielen, ja, kannst du mal. Nee, die hat... Nein. Dein Spaß ist wieder voll, Madame. Was gibst du denen ins Futter? Warum ich? Nein, alles gut, aber... Tierfutter. Ich weiß nicht, was frisst die Katze? Die kann mal essen. Mit der Hund... Schüssel füllen. Schüssel füllen und Tier rufen. Befördert zu Rookie? Alexander wurde befördert und ist jetzt Rookie. Der wurde doch erst befördert. Er verdient jetzt 15 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 66 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 537 Simoleons und neue Kleider, neue Arbeitskleider. Seine nächste Schicht beginnt am Samstag um 14 Uhr. Muss der eigentlich das Wochenende überarbeiten? Gegner studieren? Nö. Ja, muss er. Ganz toll. Echt? Es gibt keine anderen. Aber gut. Was hat er denn? Unsicher fühlen. Okay, der hat ein geiles Trikot. Das Trikot feiere ich ein bisschen. So. Der geht pissen. Dann was essen. Alles gut. Der geht piep machen, weißt du? Männer pissen und Frauen machen Lulu. Ist halt so. Wurde mir so beigebracht. Muss ja stimmen. So, und dann braucht er noch ein bisschen Spaß. Kann er ja hier Sportkanal gucken. Davon kriegt er ihn. Ah ne, der kann hier seine Gegner studieren. Da, das ist ja... Das muss er ja sowieso machen. Gestresst wegen Arbeit. Braucht einen Tag frei. Alles klar. Oh Gott. Musikentzug. Gestresst wegen Arbeit. Unkreativ fühlen. Kreative Sims müssen etwas erschaffen. Sonst fühlen sie sich sehr schnell unwohl. Okay, braucht einen Tag frei. Ja, wir machen. So, Alex, meine Liebe. Na, 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 na. Warum heult er? Der hat gefressen. Dem geht's super. Warum heult er? Oder machen Welpen... Nee, Welpen machen das so. Das ist... Das muss stimmen. Oh, ich muss gleich echt die Aufnahme beenden. Sonst ist meine Platte voll und dann... Alles für den Arsch. So. Dann muss ich auch noch für Mathe lernen für morgen. Sonst habe ich da nämlich gar nichts gemacht. Ich habe schon zu wenig dafür gemacht, aber naja. Ist ja nur Mathe. Nein, lernt für die Schule. Nehmt euch da kein Beispiel an mir. Das ist nicht gut. So. Was ist jetzt passiert? Aha. Hier, mit Katzenarsch. Nehmbar. Da-da-da-da-dam! So. Oh,
Genieße den freien Tag. Alles klar, finde ich gut. Gute Nacht. So, dann hat er morgen frei. Und dann nimmt er sich danach den Tag auch noch frei. Ja, ist ja gut. Hör auf zu heulen. Du hast jetzt einen Tag frei. Du kannst jetzt erstmal schlafen. So. Die Tiere gehen auch automatisch pennen, wenn die pennen gehen. Gut. So viel dazu. Gut. Alles schläft. Dann speichern wir jetzt. Und lassen Sie in Ruhe schlafen. Auf YouTube. Ne? Danke fürs Zuschauen. Im Stream geht's jetzt noch ganz kurz weiter. Und dann hören wir auch auf. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Sphere. Boah, ist das lange her. Was haben wir denn? Ach ja, Steuerung. Das war ja das mit der Maus. Das war ja leider Gottes das mit der Maus. Weil die Mausrad-Taste ja hier bei der Maus irgendwie nicht existiert. So. Wie geht's denn so nach unseren Leuten? Aktenausbruch. Mhm, okay. So, ich wollte mal ganz kurz angucken. Ich will eigentlich nicht, dass er zum Bodybuilder wird. Aber momentan geht er leider in diese Richtung. Was kann man denn dagegen tun? Miau, oh Yuki, guck mal. Oh, Yuki ist so süß. 3,9. Das ist ein bisschen wenig, ne? Also, bisschen Billo. So, wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Hier ist sehr viel Freiraum. Stand hier nicht mal ein Tisch? Stand hier nicht mal ein Tisch? Was ist das denn hier? Kollege, so aber nicht. Das erste, was ich mir jetzt erstmal gönne für ihn hier, ist, ja, neue Inhalte. Ja, neue Inhalte. Und zwar... Das ist das Videospiel. Nee, das heißt einfach nur Spielkonsole, ne? Oh, der kennt das mit diesen... Der kennt die normalen Windows-Befehle hier nicht, dass es ja, nee, besser ist. Aber das, was mit Windows zu tun hat, läuft eh nicht. Nee. Was haben wir denn hier? Spielkonsole Goldiebox. Die Zukunft des Gamings ist angebrochen. Und das ist nicht total anstrengend. Ist das... Was? Und ist das nicht total anstrengend? Virtuelle Reality. Ach so. Nee, das will ich eigentlich nicht. Ich nehme mal die hier, ne? Spielkonsole Unorthobox. So, die ist teuer, ich weiß, aber die ist geil. Die gibt es in dem Pack Großstadtleben. Nicht im Pack werde berühmt, liebe Leute. Oben links das Icon, das blaue, neben der Spielekonsole im kleinen Fenster. Da ist das Zeichen für Großstadtleben oder City Living im Englischen. Warum? Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hm? Soll ich zu dir kommen? Warum? Was gibt's? Ah, was? Hä? Was? Gleis? Welches Gleis? Dreiviertel? Hä? Nö, aufnehmen nicht, aber im Stream. Also ja auch. Wieso? Was denn? I. Ja, schmeiß weg. Ah, ich weiß, was sie meint. Mutti, das kann weg! Ja, ich weiß, was sie meint. Alles gut. So, warte, jetzt habe ich mir hier das Ding gegönnt. Oh, ich sitze auf meinem Fuß. Oh. Basta Primavera. So. Was ist das denn? Ah,
das ist eine Feder. Das sind, okay, Federn. So, die Spielekonsole. Mehr will ich mir auch gar nicht holen. Ja, Spaß brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber er kann ja mal. Multiplayer-Spiel spielen, Online-Spiel spielen, bei Spielturnier mitmachen. Okay. Party Frenzy, jetzt, oh Gott, jetzt geht's los. Braucht Yuki Aufmerksamkeit? Oh, Shiva ist so süß. Oh. Da ist dein Napf. Da. Der Fisch, der Fette. Ach, ich kann sie ja steuern. In der Stadt findet das Romantik-Festival statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren.